Konnichiwa, Twitches, alles ist... Ich glaube, der Funk hat's kaputt gemacht. Der Funk hat meine Shortcuts hier zerschossen zum Aufnahme starten und Aufnahme beenden. Du warst das nicht mit, das war die Dicke. Die Dicke war das mit den Schädeln. Die da. Da. Hey, Frau Kleingläubig, echt jetzt. Wir haben diese 10 Dickschädel für dich verdroschen. War ein Kinderspiel. Bei den Bärten der Vorväter. Nein, bei Baumes Bart heißt das. Lern's doch endlich. Ihr, aber wie? Jetzt kann ihr Nachschub sicher durchkommen. Schönen Tag noch. Ich kann dir nicht genug danken. Du hast meine Existenz gerettet. Bitte nimm das als Belohnung an. Ein Knochen. Schwert. Ich hab doch eins gekauft erst. Und jetzt kriege ich das hier einfach geschenkt. Apropos. Der Charlie kriegt jetzt sein Flammenschwert wieder. So. Immer einen Schnitt voraus. Timer starten wir auf dem Plan. Ich glaube, ich habe da irgendwas ganz gewaltig durcheinander gebracht mit meinen Aufnahmen, aber hey. Ha, ich wusste es, in 20 Sekunden. Hab das vorhin schon gesagt. Danke, Basti. Was? 20 Sekunden? Ich habe es genau in den 20 Sekunden Latenz geschrieben. Ja. Okay, warte mal. Ich muss mir die Karte angucken. Für den brauchen wir von irgendeinem Viech irgendwas looten. Das war das Lunch-Paket. Das war das mit dem da. Wo genau müssen wir denn für das Lunch-Paket nochmal hin? Zum Goldhain. War der Goldhain nicht... Wo war denn der Goldhain? So. Ging es zum Goldhain nicht durch den Wald dadurch? Das da oben war der Tempel? Oder ist der Goldhain das da unten? Ja. Scheiße, wo war der Goldhain? Aber welches war das jetzt? Das war weiter unten. Zum Goldhain. Ja, aber wo ist das denn? Müsste da nicht irgendwie ein Symbol sein oder so? Goldhain war doch in der Nähe von Sturmwind, oder nicht? Haha, CK, haha. Ich brauche noch so einen Funkenfark hier. Yes! Flatulenzen sind schlimmer. Was? Der Goldhain ist doch da. Okay, also liegt quasi auf dem Weg, wenn ich jetzt sage, ich will noch mal kurz in die erste Stadt, um da irgendwas abzugeben, was ich vergessen hatte, abzugeben. Nämlich das Lunchpaket, das ich gesammelt habe. Genau. Oben links auf der Karte Nordwest. Alles klar. Gut, dann gehen wir da jetzt nämlich erstmal hin. Weil ich bin ja so ein Freund davon, immer alle Nebensachen erstmal fertig zu machen, bevor man mit der Hauptmission weitermacht. Weil ich es mag. Nein, nicht auf mich zulaufen. Ich brauch dich nicht. Ich habe schon einen Fang. Einer langt vollkommen. Dich da brauche ich. Oh, sogar zwei. Los, seid beeindruckt. Liebt mich.
Verdammt. Oh, diese Pommes duften. Gemein. Komm her. Come on, you guys. Ja. Ist da. Ist da. Wie gut. Haben wir den auch? Hoffentlich ist der gemeint. Ja. Hau kaputt. Nimm das noch mit. Gut, okay. Also in die erste Stadt, da was abgeben, wieder zurück nach Al-Kuwait, da was abgeben, dann eventuell unter Umständen... Nein, Moment. Erst in Goldhain, das Lunchpaket. Oh, stimmt, Funky. Eigentlich hätten wir den Funky nennen müssen, oder? Ein Funken. Fuck hier. Ja. Jetzt haben wir halt einen dicken Funk. Ist auch okay. Mausenleinchen, machst du bis 20 Uhr? Ich glaube nicht. Nee. Funkenverkehr, ja, aber wie nennst du ihn nur? Wer will denn der Funkenverkehr sein? Wer möchte... Wer will noch mal, wer hat noch nicht eine Namenspatenschaft für Vertraute in diesem Spiel, in diesem tollen? Wer ist denn klein und knuffig von euch? Und vermummt sich gerne bis auf Arme und Augen? Michelle? Du guckst so kappermäßig. Warum ist Michelle denn? Ich glaube, ich nenne es Michelle. Weil mir sonst niemand Wir könnten eigentlich noch zwei. Ich bin sehr knuffig. Michelle ist jetzt ein Vertrauter und ich mache jetzt mal kurz was. Mhm. Es müsste das hier gewesen sein. Yep. So, dann haben wir Ruhe. Und die Namen, die echte Namen sind, die sehe ich ja in meiner Liste, aber mich nervt's jetzt. So, warte. Ja, genau. Nein. Hier lang. Hier lang ist voll okay. Alter, diese Namen. Ja, Michelle, ich hab's ausgemacht jetzt. Hoch? Ach so, das rennt weg. Rennt vor uns weg in unsere Richtung. Nein! Ah. Haben wir denn auf einmal so viele Batterien da im Chat? Der Wahnsinn. Kapüper. Was ist denn Kapüper? Kapüper. Das klingt super. Super. Cappuccino. Nee, was? Oh, ich hätte Bock auf so einen Milchkaffee. Das ist so gemein. Ich will Kaffee trinken können. So wird mir der hier wenigstens auf der... Ja, hey!
endlich mal was läuft. Du bist Fame und hast Hater, jetzt können wir heiraten. Was? Bilde ich mir das nur ein oder sind die Monster hier ein bisschen übermotiviert? Hä, warum? Was ist los? Aha, ich weiß schon, Mann. Die haben das Lunchpaket gewittert. Das hat denen bestimmt ordentlich Appetit gemacht. Ach, herrje. Und ich denke mal, dass wir dann besonders vorsichtig sein sollten. Ja. Yep. Da denkst du richtig, Olli. Du bist so ein... Brain. Lord Lexard! Hallo. Ja, ich hätte jetzt speichern können und mich aufladen, aber warum? Mir fehlt ja nichts. Hallo? Ja, die haben total Bock auf das Lunchpaket. Das Lunchpaket getwittert. Stimmt, ich habe lange nicht mehr in die Spalte geguckt. Das machen wir dann gleich mal. Eine Rappelsau. One-Hit-Rappelsau. Immerhin wissen wir jetzt, wo Trollens Follower herkommen. 90% sind bestimmt solche Namen. Einige davon sind solche Namen, ja. Ein paar. Viele. Verschiedene Arten von Getieren auf der Karte. Manche greifen an, bis du stärker bist, dann rennen sie weg. Aber es gibt welche, die rennen immer in die Richtung und nur geradeaus. Stimmt, das habe ich auch schon gemerkt. So ein gutes Spiel und guter Stream. Da wollte ich schon gegen 2 Uhr pennen. Danke, Frank. Zwinge ich auch nicht, hier zu bleiben. So, da lang. Komische Viecher. Gute Nacht, Kurt. Schlaf schön. Träum von kleinen Pyropimpfen, die deinen Namen tragen. Ein Pyropimpf, der deinen Namen trägt. Schon auf. Sirnosai! Wird mir jetzt angezeigt. Ich habe die Alerts leider ausgestellt, damit Schwachsinn nicht mehr passiert. Sirnosai, vielen Dank fürs Trollen. Und willkommen in der Schublade und tut mir leid, dass du keinen Alarm bekommst. Das ist... Ja. Ist halt so jetzt. Guck mal, da ist er. Hey, moin. Dieses Aroma, das wird doch nicht... Oder ist es vielleicht ein Lunchpaket von meiner geliebten Ehefrau? Alter. Sieht so aus, als ob wir den Ehemann der Dame entdeckt hätten, Olli. Ihre Frau hat uns gebeten, Ihnen dieses Lunchpaket zu bringen. Was für ein Segen, wirklich. Ich dachte schon, dass ich verhungern müsste. Nun, dürfte ich dich noch um etwas bitten, mein junger Freund? Wärst du so gut, meiner geliebten Frau eine Nachricht zu überbringen? Natürlich, gerne. Wundervoll. Meine Nachricht lautet schlicht: Weilst du von mir fort, ist mein Herz ein kalter Ort. Doch halte ich dich im Arm, dann wird mir wohlig warm. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Verdammt, ein echter Poet. Komm schon, Olli, bringen wir seiner Herzensdame die Nachricht, bevor wir den Text vergessen. Ich habe gerade Stimmen gehört, Alter. Was ist los? Okay, keine Stimmen mehr. Gerade schon wieder Stimmen gehört. Schick, Alkoholt, wir kommen. Ja, und deine Stimme höre ich auch. Jo, aber ich will ja gar nicht jetzt direkt dahin. Ich will... Boah, ist das ein Weg. Ich will jetzt erstmal wieder...
nach Katzbuckel. Weil wir da wohl noch Sachen vergessen haben. Sollte ja relativ flott gehen. Hast du auf, gegen das Mikro zu hauen mit deinem Schwänzchen? Oh, shit. Komm. Stay calm now. Oh, musst du nicht arbeiten oder Schule? 6 Uhr morgens? Nö. Also ich müsste schon was arbeiten, aber das kann ich auch machen, wenn ich so müde bin, dass ich sage, nö, ich bin zu müde zum Streamen. Und wenn ich jemanden habe, der mich dabei ein bisschen bequatscht, weil sonst ist es langweilig. Oder irgendwas zu gucken, irgendeinen lustigen Stream. Auf jeden Fall habe ich jetzt Bock zu streamen. Deswegen streame ich jetzt. Bin ich überhaupt noch richtig? Ja. Wupp, wupp. Was? Wer geht schlafen? Wer geht schlafen? Jaco geht schlafen. Gute Nacht. Schlaf schön. Bis demnächst. Ah. Geht auch schlafen. Gute Nacht. Schlaf schön und. Ach, ich weiß auch nicht. Okay, nach dem Push von Frank. Nee, ich hatte mir ja eh vorgenommen, den ganzen Vormittag zu streamen, mindestens. Also so bis mittags. Zwar nicht die ganze Zeit Ni No Kuni, aber wo ist denn die Stadt? Das war da hinten, ne? Mhm. Gut. Wenn ich mit dem Keksmikro habe, wirft sie mich auch vom Tisch. Oh Gott. Oh Mann, ja, mit deiner dicken Omnipräsenz. Schön. Ich gehe nun arbeiten, muss wieder Ärzte verarzten. Wer verarztet denn Ärzte? Lord Lexard. Tschüss. Hab viel Spaß beim Ärzte verarzten. Ich mag die Wubbelgeräusche, die er hinter einem macht. Moment, du warst... Warst du das? Hier bitte, mein Herr, ist das Ihr Tagebuch? Oh, erstaunlich. Es ist ja ausgezeichnet. Du bist wirklich ein Retter in der Not, mein lieber Junge. Deltoxify. Vielen Dank fürs Trollen. Und willkommen in der Schublade. Ich habe normalerweise einen Alarm, der bei sowas losgeht, aber der wurde ein bisschen missbraucht heute. Deswegen habe ich ihn in den Ruhezustand versetzt. Damit das nicht stört, die Allgemeinheit und so. Gerne, ich bin froh, dass es dort war, wo sie es vermutet hatten. Ich hoffe, sie werden es nicht noch einmal verlieren. Oh, das werde ich nicht, mit Sicherheit. Ich habe so das Gefühl, er verliert es nochmal. Du hast dir für wahr eine Belohnung für deine Hilfe verdient, nicht? Hier. Yay. Stempel, gib mir Stempel. Stempel, Stempel. So, cool. Haben wir hier noch irgendwas? Tatsache. Was ist denn da los? Das ist ja Ni No Kuni. Gutes Game, ja. Tolles Game. Kannst du mir bitte 2 Weidenwurzeln und 2 Flaschen Quellwasser bringen? Woher krieg ich Hügelland? Weidenwurz? Moment, ich muss mir das mal wieder einen Zettel nehmen.
zweimal. Bei den Boots. Hügelande. Und Quellwasser hatte ich, glaube ich, schon. Muss ich mal... Nein, ich drücke immer die falschen Tasten. Quellwasser hatte ich schon. Welches gefunden? Hier, Quellwasser. Und? Worum geht's? Weidenwurzel. Ah, da habe ich schon einen. Cool. Dann holen wir noch einen und dann gehen wir wieder zurück und dann haben wir hier nämlich auch alle blinkenden Punkte aus. Was mache ich jetzt? So. Was? Wow. Ich finde sie übrigens frech, dass sie gerade gelacht hat. Wäre nicht das erste Mal, dass sie mich vom Tisch wirft. Was? Wann habe ich dich denn vom Tisch geworfen? Das ist doch... Vor allem, wie soll ich das denn gemacht haben? Ich habe ja nicht so eine dicke Omnipräsenz. Omnipräsenz. Alter, Omnipräsenz. Wie du. Was hat sie gesagt? Kann sich jemand erinnern, was sie gesagt hat, in welchen Hügellanden es wächst? Ich suche einfach überall glitzernde Stellen. Da hinten glitzert zum Beispiel was. Mit ein bisschen Glück haben wir es dann schon. Ich werde immer verprügelt, ja, ja. Deswegen habe ich auf dem... Das ist das Falsche. Deswegen habe ich auf dem einen Bild auch... Sehe ich auch aus als, ne, mit dem Ring. Habe ich voll das Pfeilchen. Wer verprügelt hier wen, ha? Südwest. Aber da ist doch gar nichts. Guck mal da, da ist doch... Ich meine, da ist doch nichts. Oder? Oh, guck mal doch da oben. Vielleicht ist es das. Eben, was? Ha! Weidenwurz. Und wieder zurück. Da, 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 da. Musst du suchen. Habe ich gesucht. Habe ich gefunden. Ich bin gefliegt. Nein, gefallt. Ich gefallen. Oh. Entschuldigung, ich mag das gerne. Das ist von in einem Land vor unserer Zeit. Und das ist der Satz, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Ich mag generell bei allem, bei Serien, Filmen etc. Ich mag immer die am liebsten, die einen Sprachfehler haben. Miau, du hast schon alles gefunden. Schon. Jawohl, sind das die richtigen Dinge? Oh ja, schnurrig, einfach schnurrig. Ich bin dir sehr dankbar, mein Kleiner. Hier ist ein kleines Geschenk zum Dank für deine miaufopfernde Hilfe. Ein Holzschild. Zwei Stempel. Geil. So, kann ich wieder gehen. Stadt geklärt. Zumindest fürs Erste. Ich bin auch mal aus dem Chat, werde aber ein Auge auf euch lassen. Ja, ja. Schon klar, wir dürfen nicht lästern. Ist jetzt halt schade, ne? Weil nur deswegen wollte ich ja streamen. Und dann findest du wohl auch Yoda klasse. Ja, das ist halt jetzt nicht so der Bringersprachfehler. Also nichts gegen Yoda, aber da habe ich schon beeindruckendere Sprachfehler gehört. Du, 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 du. So, also jetzt wieder zurück. Und... Huch, Alter, die haben mich voll erschreckt. Fliegen die direkt unter meiner Kamera. Wo war denn hier der Eingang? Da hinten. Okay. Ich wette, der Basti hat mich jetzt mit ins Bett genommen. Und euch nicht.
So umgekehrt, wie ich das gestern gemacht habe. Ich dachte mir, ich speichere mal hier. Einfach weil lange nicht mehr gespeichert. So, was wäre denn jetzt der kürzeste Weg? Links, rechts, geradeaus. Links, rechts, geradeaus. Das Labyrinth. Hup. Links, rechts, geradeaus, darunter. Darunter kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Nö, da muss ich von unten die blöden Pilze anzaubern. Na gut. Necroy, du guckst bestimmt gerade wie ein Chamäleon auf den Chat. Bestimmt. Oh Mann, voll den großen Umweg. Doof. Warum muss ich darauf antworten? Weiß ich nicht. Oh, Mist. Aber schön, dass das schon die ganze Zeit so ist. Ich fühle mich jetzt sehr geschmeichelt. Ihr könnt alle gar nichts. Warum lauft ihr nicht? Okay, die sind weggelaufen und ich bin ihnen hinterher, weil ich auf den Chat geguckt habe und nicht dahin, wo ich hinlaufe. Wo muss ich hin? Oh Gott, ich bin voll falsch. Ach, nö. Kein Klima geht schlafen. Gute Nacht. Schlaf schön. Alter. So einfach ist das alles gar nicht mit dem Spiel und nebenbei gemütlich auf den Chat gucken. Wupp, wupp. Aber jetzt bin ich richtig, ja. Cool. Oh Mann, ich muss mir unbedingt ein Streamgetränk zulegen, das irgendwie so ein bisschen energymäßig ist und keine Kohlensäure hat. Das ist echt furchtbar. Ich trinke einen Schluck und mein ganzer Bauch ist voll mit Luft. Trollen, hast eine angenehme Stimme. Dankeschön. Kai, Kai, sein Name ist Kai. Ja, es gibt bestimmt mehrere Kais, nicht, dass die sich alle angesprochen fühlen. Das finde ich beim Basti immer so schrecklich. Irgendwie heißen da alle Kim. Und ich weiß dann immer, dann sagt er Kim und dann weiß ich immer nicht, wer gemeint ist, weil er sich irgendwie voll weigert, mich Kiwi zu nennen, wie es alle normalen Menschen tun. Ja. Okay, Moment. Was müssen wir machen? Wir müssen nach Kuhfladen City und da wieder Sachen abgeben. Genau, ich habe ja jetzt das andere Viech auch noch. Ach schön, Dinge gehen voran. Ich liebe das. Diese Musik dazu. Eine Ecke mit Ecken, was? Ach so, ihr redet über das, wo ihr herkommt oder wohnen tut. Wohnen tut und tut. Clemens, voll der schöne Name. Ja, aber so nennen mich halt wirklich nur meine Eltern. Das hat sich irgendwann in der 7. oder 8. Klasse hat sich Kiwi so eingebürgert und dann war ich halt das irgendwie. Und jetzt bin ich es halt irgendwie gewohnt. Dass Leute, die mir nichts Böses... Hehehehe
Seht ihr eigentlich, dass sie genau wie ich als mit den Füßen wippelt? Voll süß. Oh Mann. Wenn ich dich irgendwann nachts trete, ist das nicht mehr so süß. So, Moment, wo habe ich denn hier so einen... Genau da drüben. Aber ich glaube, der ist ja jetzt in der Kanalisation gelandet. Unser Turban Michel. Unsere Turban Michel. Oh, okay. Ich habe ein Geschenk bekommen. Wow. Okay. Ich möchte einen abgeben. Wo habe ich denn den her? Wo habe ich denn das Butzenmännchen her? Warum habe ich das nicht umbenannt? Wann ist das denn passiert? Ach nee, das habe ich. Ah, okay. Okay. Ich glaube, ich werde den Maltur, der kriegt das ja eh nicht mit. Der ist ja schon schlafen gegangen. Der kommt mal in das Loch. Und dafür hole ich hier Michel wieder an den Start. So. Damit der Dude da drüben seinen Durchbruch schaffen kann demnächst. Was? Kiwi? Wen sollte... Was die nochmal Kiwi nennen, weil die Träume so schlägt? Ich dachte, ich hab... Er sagt halt immer, ich würde ihn schlagen. Das stimmt überhaupt nicht. Jetzt vergesse ich vor lauter Aufregung hier vorzulesen. Die Verstaudung der barbarenförmigen Auswüchse zur Verteidigung. Hast du gehört, Funk? Du hast eine Verstaudung barbarenförmiger Auswüchse. Zur Verteidigung und das kräftige Lila des Turbans. Vermutlich um Raubtiere abzuschrecken. Ja, dies sind tatsächlich die Kreaturen, die ich untersuchen wollte. Vielleicht nicht die besten Exemplare, aber sie werden genügen. Menno, er könnte wenigstens Danke sagen. Trollin, kannst du mal bitte mit Frank kämpfen? Ich hoffe, du meinst in-game. Mit ihm auf meiner Seite. Kann ich machen, warum? Hier kommst du ja auch nicht aus dem Chat. Wie soll ich dich denn Kiwi nennen, wenn ich nicht mal eine Axt habe? Was? Bist du jetzt neidisch, weil du kein Schmied... Ja, komm, komm, das ist... Ich kann dir nur ein Schwert geben, ne? So. Ja, das könnte er verflixt noch eins, dieser undankbare kleine Eierkopf. Hm? Was ist dir hier im Chat lieber, Kiwi oder Trollin? Trollin, weil ich das dann rot gehighlightet bekomme, wenn da Trollin drin steht. Und Kiwi ist keins von meinen Keywords. Kiwi, Keyword... Funk ist also nicht das beste Streamer-Exemplar. Hast du jetzt gesagt? Ich glaube, wir sehen das alle ein bisschen anders. Bestimmt. Einige sehr interessante Daten. Das hat bestimmt einiges Stirnrunzeln in der vertrautologischen Gemeinschaft. Es hat keinen Zweck, Mann. Brillenschlange hier ist komplett weggetreten. Komm, wir lassen ihn allein. Oh, hier. Nice. Frierstempel. Joker, guten Morgen. Na? Was hast du so gemacht die ganze Nacht? Ich will die Axt. Ich will auch eine Axt und habe sie nicht bekommen. Ah. So, okay. Was war denn noch? Zu dem Dude weiß ich ja noch nicht was. Und da blinkt irgendjemand neu. Red aber die Axt, was? Red aber die Axt? Jetzt nimm das Schwert und sei glücklich damit. Ich muss es doch auch sein. Ich mache hier einen kurzen Cut für YouTube rein. YouTube sieht mich beim nächsten Mal. Und bis dann und Würsing und hoppa doppa. Plopp. Es funktioniert einfach nicht mehr. Tschüss für YouTube.